Finanzmarktwelt präsentiert den XTB Morgenticker vom 6. Dezember 2023. Handeln Sie verantwortungsvoll. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. Den vollständigen Risikohinweis in schriftlicher Form finden Sie in den Shownotes. Die Aktienindizes im asiatisch-pazifischen Raum wurden heute höher gehandelt. Der koreanische Kospi stieg im Tagesverlauf um fast 0,19%, während der japanische Nikkei um 2,01% zulegte. Der Hang Seng hält sich heute mit einem Tagesplus von 1,31% relativ gut. Die europäischen Futures deuten auf eine höhere Eröffnung in der heutigen Kassensitzung hin. S&P und Fitch änderten weder das Rating noch den Ausblick Chinas, nachdem Moody's gestern beschlossen hatte, den Ausblick auf negativ herabzustufen. Dem Markt liegen weitere Berichte über Währungsinterventionen der chinesischen Staatsbanken zur Stützung des Yuan vor. Im Vergleich zu anderen Währungen zeigen der japanische Yen und der Euro derzeit eine schwache Performance. Das Währungspaar Euro gegen US-Dollar handelt derzeit leicht oberhalb der 1,079-Marke. Die Preisdynamik bei den Energierohstoffen ist heute etwas gedämpft. Im europäischen Frühhandel steigt Brent-Rohöl um 0,26%, während WTI-Öl um 0,24% zulegt. Erdgas schnitt mit einem Minus von 0,19% schlechter ab. Die API-Erhebungsdaten zu den Rohölvorräten in den USA zeigen einen Anstieg der Ölvorräte um 0,59 Millionen Barrel im Vergleich zu einem erwarteten Rückgang. Der Bitcoin verliert im Tagesverlauf fast 1,68% und macht damit die starke Aufwärtsdynamik teilweise zunichte, die die wichtigste Kryptowährung gestern Abend über die 44.000-Dollar-Marke gebracht hatte. Die Kryptowährung wird in der Nähe ihres höchsten Niveaus seit April 2022 gehandelt. Edelmetalle handeln höher, wobei Gold um 0,28% und Silber um 0,46% zulegen. Auf dem Kalender für makroökonomische Daten für Mittwoch stehen unter anderem Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in der Eurozone, die Rede des Bank of England-Chefs Bailey, die Zinsentscheidungen der polnischen Zentralbank, der ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA, die Zinsentscheidung der Bank of Canada und staatliche EIA-Daten zu den US-Rohöllagerbeständen. Finanzmarktwelt präsentierte Ihnen den XTB-Morgenticker.